Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Indiana Jones 4. Wir können uns jetzt mal die neue Mond... It's a stone disc with lunar images carved into it. Genau, den neuen Mondstein mal anschauen. Hier haben wir alles soweit erledigt. Dann gehen wir mal wieder zurück. Da hatten wir vorher in der letzten Folge ja gesehen, dass es da so eine Einbuchtung gibt, wo man die Steinscheiben reinstecken könnte. Das möchte ich dann doch direkt mal ausprobieren. Wir schauen mal, was das dann wird. Jawohl, weg von den Ruinen. Und hin zum Steinscheibenpodest. Okay, packen wir die mal hin. Erst den Sonnenstein, dann den Mondstein. So, und dann lesen wir nochmal im Dialog nach. Eine war Dunkelheit die Hörner. Das bleibt halt auch immer gleich. Das zweite, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht durchbrach. Okay. Zack. Schauen wir mal an. Also wie gesagt, das hier bleibt ist Nachthörner. Ne? Das bleibt halt immer gleich. Da hatte, glaube ich, Cobra damals immer so, also anfangs Probleme, das hinzukriegen, weil er dann halt die Ausrichtung von dem Sonnenstein nicht mehr wusste. Also das bleibt halt hier immer gleich. Und abnehmender Mond, Vollmond, zunehmender Mond, Neumond, ist es das vielleicht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Der helle Morgen, die dunkle Nacht. Ach Moment, helle Morgen ist aufgehende Sonne und dunkle Nacht ist dann Neumond. Na? Jawohl. What do you know? A secret door. Wie gesagt, man hat halt immer dann so seine Hinweise, die man nehmen kann. Und das ist halt auch, das ist in dem Dialog immer verschieden. Also es ist halt auch, die Ausrichtung ist halt immer verschieden. Das finde ich halt ganz schön. Dass sie halt so viel zufallsgenerierte Sachen da eingebaut haben, das halt, ja, wie schon gesagt, den Wiederspielwert ziemlich erhöht. Na dann, ab in den geheimen Eingang. So, the legend of a labyrinth hidden under the ruins of Knossos is true. The legend of Atlantis isn't any more far-fetched. Maybe it's true too. I think the last stone disc and Atlantis are waiting for us somewhere beyond that door. Na, schauen wir mal. Okay, wir nehmen uns hier erstmal ein paar Statuenköpfe runter. Einmal. I can't pick that up. Nee, das Regal wollte ich nicht, wollte eigentlich genau den Kopf. Danke. So, und jetzt Trick 17, gehen wir zu Durchgang. Ach nee, Moment, wir müssen einmal durch, jawohl. Dann wieder zurück. Na ne, so weit solltest du eigentlich nicht gehen. Ach nee, genau, es geht ja von hier aus. Den können wir uns nämlich jetzt mit der Peitsche angeln. Stay away from the door. So, und damit haben wir jetzt drei Statuenköpfe, wenn Indy den mal aufgenommen hat. Alles klar, ich gucke mal, ob ich mich hier drin verlaufen werde. Wir erkunden mal die Ruinen. Hm? Das Wasser, noch ein Durchgang. Da können wir jetzt erstmal nicht hochklettern, glaube ich.
Da wäre noch ein Durchgang. Auch hier bin ich mir jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher, wo was war. Und da was rausnehmen? I don't need any old bones. Noch. Okay, das sieht nach einer Sackgasse aus. Sophia, du stehst im Weg. Dankeschön. Gehen wir mal hier rüber. Was haben wir denn hier? Wasser. Yay. Da kommen wir nicht hin. Ja. Wieder mal eine Sackgasse. Wir probieren hier einfach noch ein bisschen durch. Können wir da hoch? Genau. Hochklettern ist nicht. Wollte das gerade nur noch mal sicherstellen. Okay, da kommen wir also erstmal nicht großartig weiter. Was haben wir denn da oben? Okay, noch ein Durchgang. Einmal links, einmal rechts. Gehen wir zuerst nach rechts. Noch mehr Knochen. Bones of previous explorers, no doubt. Looks like another unlucky explorer. Höchstwahrscheinlich. Aha. Schon mal nix. Was haben wir da? Ah, genau, da wollte ich hin. Sehr gut. Dann benutzen wir nämlich mal die Peitsche mit dem Statuenkopf. Get behind me, Sophia. Und jetzt können wir den Aufzug aktivieren, weil wir jetzt zusammen Sophia, get over here. Ja, schwer genug sind. Oh! What's going on, Indy? It must be a primitive elevator of some sort. I always thought Mr. Otis invented the elevator. Yeah, well, this is our floor. So, gehen wir wieder runter. No. Wait, that was our ride. Okay, wir haben ja noch einen Stab, den nehmen wir mal mit. Und schauen mal die Leiche hier an. Das ist Sternhard. Ah, der ist nicht so weit gekommen, wie mir scheint. It's our old friend, Professor Sternhard. Looks like he's starved to death. How awful. I guess he knew a lot more than he let on. But not quite enough, apparently. Yeah, we'll starve too if we don't find a way out of here. Aber mich wundert auch, wie hat er denn eigentlich den Eingang hier gefunden? Er hatte die Steinscheiben nicht gehabt. Muss wohl noch einen weiteren Eingang geben. It's his note, let him keep it. Okay, was steht drauf? It says, I am convinced the map room lies beyond the next chamber. Alas, I cannot get past the gate. I need that orichalcum detector. Too bad for Sternhardt. He came a long way. Gut, dann haben wir zumindest schon mal den haben wir ja, den Orichalcum-Detektor hier. Da ist ein Hebel. It operates the gate. Haben wir noch ein Loch? It's a narrow crawl space. Und hier ein LucasArts-Logo. Auch schön, dass sie das immer mal wieder eingebaut haben. Listen. Yes? You look great in this light. What's that supposed to mean? It's almost pitch dark. Oh, yeah. Indy, der alte Charmeur. Sophia. Yes? Let me boost you through that hole. I'm not climbing through there. I'll bet it's full of spiders, or rats, or snakes. Okay.
fine. We'll rot down here like Sternhardt. I'm not worried. You'll think of something. Na, wir kriegen dich da schon noch durch. Wart's nur ab, meine Liebe. Sophia? Yes? Come on, climb onto my shoulders. I'd rather not. All right, boost me through the hole. You? What's so darn funny? I couldn't boost you as far as I trust you, let alone up there. Tja, das hat auch nicht funktioniert. Was haben wir denn noch an Möglichkeiten? Come on, climb onto my shoulders. I'd rather not. What's the matter? Scared of a few bugs? You don't fool me, Jones. You're the one who's scared of snakes. So what if I am? So you admit it. Oh, we're really not going anywhere until I crawl through there, are we? Afraid not. Okay, boost me up. Watch those hands, Buster. Na, das kriegen wir doch hin. So. There's a pulley on this side. We'll use it. Okay, hang on. Hey. Happy? We're not out of the woods yet, but nice going. So, dann gehen wir mal da durch. Ich dachte, es wäre das wirklich auf die Eitelkeit plädiert. Okay, wir sind wieder raus. Das ist gut. Hier haben wir wieder ein LucasArts-Logo. Oder ist es das gleiche? Nee, scheinbar nicht. Hier haben wir noch einen Durchgang. Erforschen wir weiter die Ruinen. Aha. War hier hinter dem Dings vorbei. Ich glaube, die sind jetzt nicht zufällig angeordnet, wenn mich nicht alles täuscht. Also nur auf der anderen Seite wieder. Gut, ich glaube, dann muss ich ihn jetzt mal alleine weiter und da hochklettern. How nice. Wait, there's a chain running up behind the waterfall. It must be holding the elevator's counterweight. Na, dann klettern wir mal. Hold on, Jones. Where do you think you're going? I'm climbing this chain. You'd better come back. Mal schauen. Trust me. Plitsch, platsch, plitsch. Ouch. I hate getting wet. Man, sind wir angekommen. Gut. Here I go again. Nein, ich wollte da nicht runter. Ich wollte eigentlich oben rüber. Verdammt. Okay, da muss ich dran denken, dass ich da erst zu der Statue hochlaufe und dann hinten rüber. Na. So, benutze Kette. And there it goes again. Das kennen wir doch alle schon. Tschüss, Sophia. War schön, dich mal wieder gesehen zu haben. So ganze 10 Sekunden oder so. Ouch. Brr, that water's cold. So, dann einmal zur Statue, hier runter. Dann können wir nämlich auch hier durch. Ah, genau, da wollte ich hin. Jetzt können wir nämlich hier die Statuenköpfe da drauflegen. Noch einen. Und deswegen mussten wir auch den letzten jetzt mit der Peitsche holen, weil sonst die Tür hier nicht aufgegangen wäre. Und was dahinter ist, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin,
Macht's gut und ciao, ciao.